Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge bei Trans17TV, euer Transec am Mike. Heute geht's weiter mit Mafia 3 und wir müssen heute das Versteck von Kavar ausräumen. Schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Ich schätze mal wieder etliche hunderte Leute, die hier Wache halten. Noch sehe ich niemanden. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Da drin ist auf jeden Fall ein Teil. Oh! Da ist ein Teil. Geh mal runter. Ich glaube, da hat mich... Nicht, dass mich da jemand noch sieht. Ich habe da doch eben jemanden gesehen. Da war doch eben jemand. Da sind zwei Männer. Okay, vorsichtig. So. Wo sind die denn? In der Richtung. Noch sehe ich hier keinen. Muss ich da rein? Ihr habt ihn umgebracht. Wieso zur Hölle musstet ihr ihn töten? Was ist da? Ach du Shit, da ist da schon einer. Fuck, der hat mich noch nicht gesehen. Oh oh. So, ich hol ihn mal her. Shit, shit, shit. Der hört mich nicht. Ich bin zu weit weg. Dann hol ich hier mal. Okay. Da! Hey, jetzt Kumpel, hat er mich gehört. Hast du das gehört? Sag deinem Kumpel nicht Bescheid. Bleib, bleib da. So. Jawohl. So, die Sacknaht haben wir. So, wo sind die dann drin? Okay. Ich hab mich für euch bei Mr. Kavar verbirgt. Da sind... Oh, da sind richtig viele Männer. Habt ihr wirklich geglaubt, wir kriegen das nicht raus? Schwanzlutscher. In Ordnung. Packt dieses diebische Stück Scheiße in ein Loch gleich neben seinem Bruder. Das Arschloch hat keine Munition mehr! Ich breche ihm sämtliche Knochen! Scheiße! Ich lade nach! Der Scheißkerl hat mich getroffen! Sauber! Einer... Na, Hauptsache, der kommt jetzt nicht von hinten. Der kommt auch von vorne. Ja, sauber. Na? Liebst du noch? Jetzt nicht mehr. So, wir haben noch genug Muni. Das passt. Da ist noch Geld. Da ist noch Muni. So, aufpasse. Eieiei. Hier ist alles voll Geld hier. Was ist da? Da liegt auch noch jemand drin. Ah, das war ja noch nicht alles hier. Da müssen wir ja bestimmt noch irgendwie weiter. Dass wir hier noch irgendwas zerstören? Nee. Wo geht das denn hier weiter? Muss ich da unten rein oder wie? Nee. Oh oh. Die sind da drüber, alles klar. Irgendwo rüber klettern. Hier ist gar kein Durchgang mehr.
Da geht das nicht weiter. Nee, ich muss wohl draußen weiterlaufen. Hier scheint das nicht weiter zu gehen. Irgendwo um die Ecke. Lieber mal die Waffe gleich wegstecken. Besser ist das. Hier ist wohl erstmal nichts mehr. Ach, zu Lenny zurückkehren. Mhm. Okay. Ah, ich soll erst zu Lenny zurück. Okay, dann machen wir das zuerst. Und dann kommt wahrscheinlich das große Kaba-Finale, schätze ich mal so. Das war echt eine super lange Mission. Ich habe das auch immer so ein kleines bisschen in den Folgen zusammengefasst, weil sonst wäre es auch für euch dann zu langatmig, das dann zu schauen. Deswegen habe ich auch nicht alles gezeigt, jede kleine Mission, weil man musste ja wirklich sehr viel rennen und sehr viel hin und her. Also das war, würde ich sagen, somit eine der schwächeren Missionen bisher. Upsa! Oh, bloß nicht den Opa anfahren, sonst kommt gleich wieder Polizei. Gesundheit ist auch wieder voll hergestellt. So, nun mach doch mal zu, oder die fahren ja alle hier. Jetzt hält der auch noch an, also. So, lag mir das aber hier. So, dahinter. Ja genau, jetzt muss ich zu dem Lenny zurück. In dem Lokal hier. Kavar Construction ist hinüber. Und Mr. Kavar ist außer sich. Ja, so ist das. Oh, noch mehr. Oh, gut, ich kann es ja nicht mehr annehmen. Angerufen. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihm geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott. Hallo, sei mal nicht so ein Weichei. Packen Sie Ihre Koffer, Lenny. Verreisen genau. Sie. Aber mit Ihrer Frau. Wenn Sie zurückkommen, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Klar. Kavar wartet auf Sie. Ich folge Ihrem Rat und verlasse die Stadt. Ja, zum heutigen Zeitpunkt der 3.4. Ist übrigens ein Update für Mafia erschienen. Und es ist auch wieder alles ein kleines bisschen gefixt worden. Hier ein paar Bugs ausgemerzt und ist ja seit kurzem jetzt auch das neue DLC draußen. Den werde ich. Ach shit. Warte mal, geh mal raus. Komm her, wo ist die? Komm her. Oma. So. Ich wollte den eigentlich gar nicht klauen, ich wollte in mein eigenes Auto rein. Ja. Wenn du petzt, Oma, dann muss ich dich umhauen. So, ja, also neues Update draußen und auch neue DLC draußen. Den werde ich allerdings nicht spielen, weil ich weiß so schon nicht, ob ich irgendwann mal das Spiel hier in meinem Leben mal durchbekomme, weil das immer so ein Problem mit der Zeit hier bei mir ist. Also den DLC werde ich wohl nicht mehr spielen, da ich als nächstes Projekt dann auch Horizon Zero Dawn angehen möchte. Und Resident Evil läuft ja auch noch, das Let's Play. Da pausiere ich gerade etwas. Ich will auch nicht zu viel durcheinander machen, denn ist das auch doof. So, wir sind auch schon fast da. Wir müssen hier nochmal auf diese blöde Baustelle. Das ist ja doof.
Ich schätze mal, das wird jetzt nochmal richtig knusprig werden hier. Und dazu hole ich mir erstmal Munition. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Komme schon, nur einen Augenblick. Dann lasse ich noch ein bisschen Geld da. Ah ja, Überfallkommando hole ich. Das machen wir gleich abbrechen. Ich erst noch mal ein bisschen Geld abgeben hier. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Bin gleich bei dir, Schnuggi. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich muss noch mal eben hier... Sprengstoff habe ich noch gar nicht benutzt. Ich brauche auf jeden Fall wieder Munition. Dass wir hier voll sind. Adrenalin hole ich mir, glaube ich, auch noch mal eine. Genau. So, das war schon. Ja, ich komme ja schon, Baby. Nimm Kohle. So, und dann holen wir uns jetzt das Überfallkommando als zur Hilfe. Dann geht das Ganze hier vielleicht noch ein bisschen schneller. Überfallkommando. Oh, wir haben genug Geld. Geht das? Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Das war Sabotage. So was war klasse. Die machen schon Stress, sind doch gar nicht da, die Jungs, da machen sie schon Stress, das ist so geil. Boah, heavy, die Jungs. Heavy drauf. Nach, Wer? Der ruft die Polizei. Warte mal. So. Jungs, ihr seid hier mit drauf, geht auf die Baustelle, Mensch. Und nicht wegrennen. Mach mal. Räum mal auf hier die Bude. So. So, Bauhof. So, mal gucken, wo sind hier eigentlich die Feinde? Ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr. Jawohl. Okay. Wir müssen hier bestimmt hoch gleich. Hier ist voll die Action. Oh, ich muss auf der anderen Seite lang. Da muss ich durch. So, hoch da. So, Jungs, räumt auf hier. Ab geht die Luzi. Haut weg, Kapelle. So, da werden wir mal erstmal... Ab ihn, hier drüben. Oh, du alte Ziege hier doch. Kann ja wohl die angehen. Zieh's dir rein. Heilen. So. Komm einfach raus und lass uns das schnell. So, jetzt nimm die blöde Weste, Mensch. Nimm die Weste. So. Schusssichere Weste. Okay. So, jetzt haben wir wieder einigermaßen Überblick hier. Da. Oh, da ist auch richtig was los. Der rennt weg, okay. Was haben wir hier? Das ist Kohle. Oh oh. Ah, das Geld lassen wir erstmal liegen. Wo sind die da? Was passiert hier? Erwischt! Jawohl! Oh, wie viele Leute kommen da denn? Oh, von allen Seiten hier. So, ich gehe mal rein hier jetzt. Da bist du also. Ah, da bin ich. Scheiße, ich sitze fest. Verdammt, er hat mich. So. Meine Herren, hier ist was los. Alles voll Geld hier. Heftig.
Hier geht die Luzi. Uah! Versuch es da drüben. Wir kommen da noch. Zurück an die da Arbeit, kommen noch Leute. Mehr, wa? Die Ratte ist längst weg. Komm her. Uah, Alter Schwede. Krass. Jo, hier geht's ordentlich ab, diese Folge. Diesen Kava-Penner endlich krieg ich hier. So. Ein Neger mehr für die Süpfe. Noch ein von uns gekillt. Habe ich noch irgendwas an? Ne? Oh, hier ist er. Er gehört euch, Jungs. Ich kann hier nicht. Er rennt nach. Schnappt ihn euch. Komm her. Zack. Hier sind ja 200 Leute. Was ist hier denn los? Mach die Beine breit. Gleich wirst du gefährlich. So, wo haben wir hier noch? Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Nicht. Von unten, das war ja mal richtig heftig jetzt. So, nachgeladen haben wir auch. Okay. Hätte er nichts gesagt, hätte ich das gar nicht gemerkt, dass er da ist. Ich würde ja jetzt gerne mal wissen, wo ich überhaupt lang muss hier. Aber hier ist erstmal genug. Kohle. Ist hier irgendwo ein Schrank? Oh, da ist ein Schrank mit. So. Oh, alles. Hier ist noch Granate. Super. Alles da. Okay, okay. Da ist einer. Da oben ist er, der Feichling. Da oben ist er. Jetzt haben wir ihn gleich. Bei den Cojones. Wir haben ihn gleich bei den Cojones. Gleich haben wir dich bei den Cojones, mein Lieber. So, warte mal. Ist auch schon mal angeschlagen. Das kann doch nicht sein. So. Tony D wird mich verscharren. Verstehst du? Begraben. Du sorgst dich um den falschen Mann, Jimmy. Jimmy Carver, das war sein letzter Tag. Jawohl. Wunderbar haben wir das hingekriegt. Noch schön in die Folge reingedrückt. Ich will aber gleich auf jeden Fall noch die Kohle mitnehmen. So, wir haben ja gesagt, Cassandra hat den letzten Auftrag gekriegt und jetzt holen wir uns auf jeden Fall den Vito ins Haus. Der kriegt den. So. Müssen wir alle schön aufteilen, dass wir die alle schön bei Laune halten. Okay, meine Jungs kommen und sichern alles ab. Ich mach das aber nicht aus Gefälligkeit. Ich erwarte, dass du mich schützt. Denk dran, wir wollen Marcano gemeinsam fertig machen. Nice. Jetzt kommen die Bros von Vito. Das ist, Vito hat das drauf. Der hat immer gute Bros. Alle schön mit dem weißen Hut. Laufen wie die Zinnsoldaten hier lang. So, meine Lieben. Und an dieser Stelle können wir uns auch schon wieder verabschieden, da wir diesen Ton des jungen Mannes mit der Brille und den tollen, schicken, grauen Haaren sowieso nicht hören kann, weil das ausgeblendet wird von der PlayStation 4. Ja, verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch. Und ich sammle hier noch so ein kleines bisschen mein Geld ein. Das ist hier, genau. Wir übernehmen jetzt das Barrio hier. Ich sammle hier noch ein bisschen mein Geld ein und dann machen wir hier auch Feierabend. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen
Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.